If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see it inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. Hallo aus Bremerhaven, hier ist Heike von Stamping & More und heute habe ich mal wieder eine kleine Idee für euch und zwar nennt sich das Bendy Fold Card. Hier habe ich die Karte. Das ist eine Aufstellkarte, die aber auch verschickt werden kann und zwar kann man die auseinandernehmen und in meinem ganz normalen Umschlag reinpacken. Wie ihr seht, hinten habt ihr die Möglichkeit drauf zu schreiben und das wird eigentlich ganz einfach gemacht. Das wird hier reingeschoben und hier auch. Und so habt ihr eine Karte, die steht. Und die, ich finde das Stempelset Mountain Air so wunderschön. Da kann man richtig toll mit arbeiten. Das ist das Stempelset. Da habe ich ja schon mal eine Karte mitgemacht, eine Landschaft. Das ist, sind Klarsichtstempel, also Polymerstempel. Und dafür gibt es natürlich auch Stanzschablonen, majestätische Momente nennt sich das und da habe ich diesmal die beiden Tannenbäume rausgenommen. Das sind die hier, die oben aufgestellt sind. Ich wollte erst diese großen nehmen, aber die sind dann doch zu hoch, das sieht nicht schön aus. So, zeige ich euch jetzt, wie wir die Karte machen. Ich habe schon ein paar Sachen zubereitet. Die gesamten Maß, die genauen Maßangaben, die seht ihr auf meinem Blog. Den Link stelle ich unten in die Infobox. An Farben brauchen wir Schiefergrau, Osterglocke, Rauchblau und Olivgrün. Und dann habe ich noch ein Memento-Stempelkissen für die Vögel. Braucht man nicht unbedingt, aber in Schwarz sehen die doch ein bisschen besser aus. So, die Maße sind, kleinen Moment mal eben. Die habe ich, das Papier habe ich hier schon vorbereitet und zwar habe ich Schiefergrau, ist das Papier, das ist im Prinzip die Grundkarte und Flüsterweiß ist das, was wir jetzt bestempeln und damit fangen wir im Prinzip jetzt auch erstmal an, damit das ein bisschen abtrocknet und zwar fangen wir an wieder mit dem Berg, aber dazu muss ich mir mal eben so ein bisschen Schmierpapier holen, ich muss mal eben rüber greifen, das habe ich natürlich ganz weit weg. So, und zwar ist das hier, das ist jetzt das, die Grundkarte, das ist die, die hinten ist, diese Karte ist das jetzt. So, da brauchen wir jetzt, das können wir schon mal aufmachen, Schiefergrau, Rauchblau, das glitzert immer noch, wenn ihr das seht, aber stempelt einwandfrei ab, also überhaupt kein Problem. Und das ist das, die Osterglocke brauchen wir nachher noch. Und zwar soll ich euch mal eben die Papiermaße sagen. Das ist jetzt die Grundkarte 14,5 × 10,5. Das ist die Grundkartenform. Der erste Aufleger ist auch 14,5 × 6 cm hoch. Dieser ist, das ist der ganz vorne, 14,5 × 3,5. Also die Breite ist alles gleich, es ändert sich nur die Höhe. So, das ist die Auflegekarte und zwar ist die jeweils 5 mm kürzer, das heißt, die ist 14 × 10. Und das sind die beiden Aufleger für die Bögen, die wir auch bestempeln. Die sind kürzer und zwar sind die 12 × 6 und das ist 12 × 3,5. So, jetzt aber, jetzt können wir anfangen. Die Stempel habe ich natürlich schon aufgezogen. Wäre ja Blödsinn, wenn ich die wieder runtergenommen hätte. Die Karte, das habe ich jetzt gerade mal eben fertig gemacht. So, ich hoffe, ihr seht das und ich gehe nicht immer zu doll raus aus den aus dem Bild. Aber es kann sein, dass ihr zwischendurch mal meinen Kopf seht. So, und jetzt passt ja der Stempel nicht ganz rauf. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Das seht ihr gleich. Wir müssen ja den Wald stempeln. So, das heißt, dann ist das hier der Wald. Da muss ich auch mal eben wieder. Und jetzt seht ihr, dass rechts und links von den Bergen der Wald doch schon ein bisschen höher ist.
So, und dann machen wir natürlich gleich wieder das Wasser unten. Dann nehmen wir diesen Stempel wieder, machen den mal eben sauber. Und drehen den um und stempeln in Rauchblau. Aber mal eben einmal abstempeln, dass der trocken ist. Den drehen wir jetzt einfach um und stempeln unten. Eben. So, machen wir aber noch mal eben. Die Ränder fehlen noch. Das ist bei denen jetzt nicht weiter schlimm. Nehmen wir den. Nehmen wir den. Und unten noch mal eben da, wo es ein bisschen weiß ist. Aber wir machen ja eh gleich noch mit einem Fingerschwämmchen. Dann können wir das unten auch noch mal machen. So, das ist Nummer 1. Kann jetzt mal eben trocknen. Dann nehmen wir jetzt den zweiten. Da brauchen wir unsere Berge wieder. Erstmal müssen wir den wieder sauber machen, weil blau brauchen wir im Moment nicht. So, die Berge sind hier. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder unser Grau. Und zwar, da mache ich jetzt ganz oben. Es kann sein, dass die Spitze nicht ganz oben ist, aber das ist nicht schlimm. Die Tannenbäume kommen da ja noch ran. So, das heißt, wir brauchen jetzt wieder mal eben abstempeln. Die Tannenbäume. Ja. Huch. Wieder sauber machen. Ihr seht, da haben wir mit der Breite keine Probleme. So, jetzt wieder trocken stempeln und jetzt machen wir mal eben doch so rum das Rauchblau. Müssen wir hier unten mal eben noch ein bisschen nachstempeln. Das ist aber überhaupt kein Problem hier. Das war Nummer 2. Und jetzt kommt der letzte. Da stempeln wir nur noch die Tannenbäume. Das heißt, das Grau können wir erstmal eben zumachen. Und zwar müssen wir jetzt wieder sauber machen. Ich müsste meine Acrylblöcke mal wieder reinigen. Die sehen heiß aus. Die kleben irgendwie von den letzten Workshops. Aber das ist eine Arbeit, die ich immer gerne vergesse, bin ich ja ehrlich. So, das können wir jetzt auch erstmal wieder zumachen. Das hier brauchen wir jetzt noch öfters, da brauchen wir, müssen wir gleich den Hintergrund mitmachen. So. Das weht übrigens ganz schön draußen, Sabine macht ihren Namen alle Ehre. Aber noch ist alles heile. Auf meiner Terrasse steht auch noch alles. Und was wegfliegen könnte, habe ich in Sicherheit gebracht. So, was wir jetzt brauchen, ist ein Fingerschwämmchen. Muss ich das mal eben. Und zwar, huch, der war schon auf. Nehmen wir den. Nehmen wir eben zu. Nein, ich habe noch vergessen. Wir brauchen erstmal den Mond. Das kann weg. Das kann weg, erstmal hier Platz schaffen. Mit Platz ist das immer so eine Sache für sich. So, das ist Osterglocke. Ja. Mal eben einmal wieder abstempeln. Mal eben gucken, wie rum ich den haben möchte.
Ja. Den nehmen wir hier mal eben so ein bisschen. Das kann wieder zu. Ja, passt. Und damit wir den nicht mit dem Fingerschwämmchen übermalen, so wie hier, habe ich den abgedeckt. Und zwar ist das die 1 Zoll Stanze. Kann man sich einen Kreis ausstanzen, nimmt man Non-Permanent-Kleber ohne Hundehaare. Keine Ahnung, wie die da jetzt wieder hinkommen. So, macht das rauf und dann können wir jetzt mit dem Fingerschwämmchen arbeiten. Und wie gesagt, Fingerschwämmchen nie direkt auf die Karte legen, sondern immer auf Schmierpapier anfangen. Mein Schmierpapier wälzt sich natürlich wieder. Das war das. Dann geht der hier jetzt noch mal eben. Hier kann ich es ja schon mal runter machen. Dann seht ihr das. Unten können wir auch mal eben machen, wobei das sieht kein Mensch, weil das ja verdeckt ist durch die beiden Klappen. So. Und dadurch, dass es mit dem Schwingerschwämmchen ja nicht so gleichmäßig wird, sieht das wirklich so aus, als wenn das jetzt der Himmel ist. Und so soll es ja auch sein. Und das Olivgrün nimmt es nicht krumm, wenn man da jetzt mal eben so mit dem Hellblau rüber geht, mit dem Rauchblau. So, das war das. Der kann auch wieder weg. Der kann weg. So, das heißt die Vorbereitung. Nein, es fehlt noch der Vogel. Nehmen wir den nochmal eben. Die Vögel fehlen noch. Ich stempel immer einmal ab, um zu sehen, ob der sauber stempelt. So, das war es jetzt mit dem. Dann können wir das erstmal alles ein bisschen stapeln und beiseite packen. Den brauchen wir jetzt erstmal auch nicht mehr. Das können wir wegpacken zum Trocknen. Das heißt, wir brauchen jetzt das Papier. Erstmal eben gucken. Das ist alles, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, mein 3-Meter-Tisch reicht immer nicht. Noch nicht. So, was wir brauchen, ist das hier jetzt. Und zwar, das ist klar, das hier ist klar, das bleibt. So, und hier müssen wir jetzt falzen. Und zwar sind das ja diese zum Biegen, diese Kern. Das heißt, wir müssen die bei 1 cm, und zwar ist das die Klebekante. So, und dann nochmal bei 1,5 cm. Das ist das, was nachher reingesteckt wird. Und zwar können wir das schon mal eben schneiden. Das wird bei 1 cm, muss ich jetzt mal eben selber mal eben nachmessen. Ich glaube bei 1 cm. Mein Lineal hat sich verkeilt. So, und zwar, ja, jeweils 1 cm. Da seht ihr das. Und zwar haben wir hier 1,5. So, jetzt gehe ich mal eben hoch. Ich hoffe, das war bei 6. Das heißt, ich schneide bis 5, nehme hoch und bis 1. So. Da seht ihr das. Das mache ich jetzt dasselbe auch noch mit dem kleinen Stück. Bei 1 cm falzen und bei 1,5. So, und dann habe ich hier 3,5, fange ich an. Das heißt, ich muss bis 2,5. Wundert euch nicht, ich habe mir von einem anderen Falzbrett die Zentimetereinteilung getauscht.
Weil mit Inch da komme ich nicht wirklich klar. So, dann können wir die nämlich wieder. Hier muss ich nochmal eben zu sagen, dass umso öfters ihr das Auf und Zu mal reinsteckt, umso instabiler wird es. Und ich befestige das immer nochmal mit Tesafilm. Dann reißt euch das nicht ab. Das ist eigentlich immer ganz gut. Bei dem ist das nicht das Problem. Der passt hier so rein. Aber bei dem hier, dadurch, dass es so dünn ist. Und mit Tesafilm sieht man nicht. Und man kann es dann besser machen. So. Meine Schere habe ich auch. Und zwar haben wir hier jetzt eingeschnitten. Jetzt schneiden wir schräg. Das ist das Stück, was hier reingeschoben wird. So, das ist die Falzung. Und da müsste jetzt unser kleines Stück genau aufpassen, wenn wir alles richtig gemacht haben. Jo, seht ihr, passt. So, und genau das machen wir hier jetzt auch. Hier seht ihr, wo eingeschnitten ist. Schräg einschneiden. Ich mache es immer Pi mal Daumen. Es gibt auch Leute, die machen das wirklich mit Lineal. Der Typ bin ich nicht. Muss nur mal eben gucken, wo ich hin muss. So. Das ist die. So rum gehört das. Und das gehört so rum. Eben schauen. Ja, passt auch. Gut. Dann haben wir da schon mal alles richtig gemacht. Was wir jetzt brauchen, und zwar müssen wir jetzt die Schnitte hier machen. Einmal in dem großen. Na, und in dem kleineren, in dem mittleren. Allerdings müssen wir vorher erstmal eben kleben. Das müssen wir jetzt sowieso erstmal eben machen. Alles aufkleben. Das klebe ich mit Tombow auf. Oh, das wird jetzt richtig stürmisch draußen. Mein Hund reagiert auch mittlerweile. Obwohl er eigentlich liegt und schläft. Aber das ist ihm nicht ganz geheuer. Jetzt hat er Angst, jetzt kommt er zu mir her. Ein kleiner Schisser. Hier seht ihr schon wieder, ich habe mal wieder mit der Stempelfarbe geknutscht. So, Nummer 1. Eigentlich ist diese Karte ganz einfach. Sieht aber richtig toll aus. Und man muss eben halt das Richtige, die richtige Deko haben. Und als ich diese Karte von Jean B. gesehen habe, auf YouTube, fand ich die toll und mir fiel sofort dieses Stempelset ein, wo ich sagte, oh, das müsste eigentlich gut passen. Sie hat das mit dem Stempelset mit diesem Gartentor gemacht aus dem Frühjahrs-Sommer-Katalog. Sieht auch gut aus. So, müssen wir eben gucken, ja, bevor ich da jetzt das falsch rum aufklebe. Nein, ist richtig. Und auch das sieht gut aus. Wer auf YouTube ist, Kanal ist, der kann Jan B. Untersuchungen drauf machen und dann müsstet ihr die eigentlich finden. So, jetzt kommt das Einzige, was jetzt noch so ein bisschen filigran ist, und zwar müssen wir jetzt die Schnitte machen. Ich habe hier meine Schneidmatte, ich habe hier mein Lineal, das ist magnetisch. So, und zwar bei den großen ist das bei 4 cm vom Rand aus. Das ist da. Jetzt habe ich meinen Bleistift nicht. Also 4 cm vom Rand ist hier. Mal eben gucken, ob ich das hier so ein bisschen machen kann. Und da ist auch 4 cm vom Rand. So, eben schauen, ob man das sieht. Da ist sie und da ist sie, ja. Da sieht man das. So, und jetzt müssen wir gucken. 1 cm vom Rand, beziehungsweise was sie gemacht hat, was ich ja nicht schlecht finde. Und zwar hat sie es aufgelegt, genau da bei dem Strich, und hat das dann ein bisschen angezeichnet. Das mache ich jetzt mit einem Punkt. Da ein Punkt. Und da ein Punkt. Ja, das sehe ich. So, und von diesen Punkten schneide ich. Ist eigentlich auch ganz einfach, weil 1 cm und die Breite ist 3,5. Ja, 3,5 cm, da ist mein Messer. So, ich habe jetzt
8. Ja. 1, 2. So. Das heißt, ich muss jetzt von hier schneiden. Nee, ist noch nicht. Das ist nicht so einfach, weil man muss durch zwei Papiere durchschneiden. Ne, ist noch nicht. Jetzt aber. Jetzt ist es durch. Mal eben schauen, ob es durchpasst. Ich sollte auch das Werkzeug aus der Hand legen. Ja, ist noch nicht ganz durch. Das ist das einzigst wirklich was. Ja, jetzt ist besser. Wenn es ein bisschen größer ist, ist es auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass es unten ran stößt, dass der ja unten gerade rankommt. Ja, so, das macht er. Das ist schon mal gut. So, und das heißt, wir müssen jetzt hier auf den für diesen reinmachen. Und das ist bei 6,5 vom Rand an, von dieser Falzung an. 6,5. Ja, und da auch nochmal 6,5. Machen wir jetzt mal so. 6,5. Weil so hoch ist das ja nicht. So. 6,5. Huch. So, und zwar ist das auch, das ist nur 1,5 cm. Ja. Und auch 1 cm. Das heißt, ich habe hier 9, das heißt 7 bis 8. Ne, 1,5 habe ich gesagt, ja. 7, 6,5 bis 8. Ja, ich muss mal eben mit dem Kopf rüber, damit ich auch sehe, dass ich da schneide. So, und zwar muss ich das genau andersrum machen. Wir müssen hier rein. Ja, passt. Gut. Wenn man passendes Werkzeug hat, ist das ja auch alles in Ordnung. Aber es ist nicht einfach. Ich habe das beim ersten Mal, habe ich es übrigens mit einem Schneidbrett gemacht. Das geht genauso gut. So, das haben wir. Das haben wir. Das heißt, wir kommen jetzt zum Kleben. Und zwar kleben wir jetzt diese Seite bündig, so dass das wirklich unten bündig ist. Und die andere Seite dann genauso. Lieber ein bisschen mehr nehmen, das muss ja auch noch ein bisschen abhalten. Und das auch bündig. So. Anziehen lassen. So, was ich jetzt vergessen habe zuzuschneiden, ist natürlich dieses Stück hinten drauf, aber ich denke, das kriegt ihr auch so hin. So, dann probieren wir es jetzt mal eben aus. Ach, was ich vergessen habe. Ja, und zwar habe ich vergessen, dass wir vorher immer das Papier noch mal so ein bisschen biegen, weil dadurch, dass hier unten nur 1 cm ist, kann das passieren, dass das ganz schnell bricht. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so ist, aber auch da kann man mit Tesafilm notfalls arbeiten. So. Ihr seht, sie steht. Ja, den Tesafilm brauchen wir gleich noch. Der Tesafilm sei schon den Kleber. So, das ist jetzt die Karte. So, jetzt brauchen wir die Tannenbäume. Die Deko müssen wir jetzt machen. Und zwar habe ich 3 von den einzelnen und 2 von den großen Tannenbäumen. Habe ich hier auch schon gestanzt. Ist auch schon abgetrocknet. Und ich hatte die auch schon mal da ausgestanzt. So, mal eben schauen. 2 große, 3 kleine. Hier. So, und jetzt muss ich mal eben wieder das aufmachen.
Ich bin hier immer ganz unsicher und mache mir lieber doch noch mal eben einmal Tesafilm hinter. Ich habe Angst, dass das bricht. Und das wäre echt schade für die Mühe. Das machen wir jetzt gleich sauber mit dem Messer noch mal eben nach. Und dann ist das auch okay. So kann man sich immer so ein bisschen behelfen. Dann braucht man keine Angst haben, dass es wirklich dann bricht oder beziehungsweise verbiegt. So, genau. Das ist doch sehr schön. Ja gut, die ist jetzt. Das ändert sich nachher, wenn hinten der Aufleger drauf ist. So, jetzt müssen wir die Tannenbäume aufbringen. Und zwar habe ich da die von unten wegpacken. Da habe ich zwei genommen und die anderen drei da. So, die nehme ich natürlich mit Tombow, klebe ich die auf. Hält am besten und man kann immer noch so ein bisschen schieben. Und mein Hund kriegt jetzt wirklich Angst. Das ist ihm zu laut. Ich glaube nicht, dass ihr das hören könnt, weil der Wind kommt von hinten am Holzhaus ran. So. Das ist hier wieder mit dieser Biegung. Das mal eben ein bisschen festhalten. Ich glaube, ich bringe ihn sowieso gleich mal eben rüber ins Haupthaus, weil da hört er das nicht, da ist es ruhiger. So, das ist Nummer 1. So, und jetzt kommen die anderen. Die wollen wir wieder aufmachen. Und zwar habe ich die hier so ein bisschen positioniert. Einen dahinter und einen davor. So, in dieser Dreiergruppe habe ich es gemacht. Jetzt habe ich die Vögel sehr weit unten gemacht. Die sieht man. Sieht man die? Doch, die sieht man gerade. So, das heißt, den mal eben. Der ragt so in den Mond rein. Den schiebe ich gleich da unter. Ist ja noch nicht fest. Das ist ja das Schöne immer bei dem Tombow. Und der kommt vorne rauf. Das heißt, das kann jetzt erstmal eben trocknen, weil wir müssen ja noch den Spruch haben. Und zwar den. Ich habe jetzt geschrieben, ein kleines, aber herzliches Dankeschön als Dankeskarte. Das habe ich aus dem Set mit Liebe angehängt. Ich weiß jetzt gar nicht. Eigentlich müsste dieser große Spruch auch auf die kleine Stanze gehen. Das werden wir mal ausprobieren. Dazu brauche ich einen großen Acrylblock. Jetzt wird das wirklich gleich mal eben ausprobieren. Schönen Geburtstag finde ich natürlich auch gut. Dann brauche ich ein Stück Flüsterreis. Da können wir so ein Reststück nehmen. Da haben wir ja genug von. Und den habe ich in Olivgrün gestempelt, ja. So, wollen wir das auch gleich mal eben ausprobieren, ob das mit dieser Stanze auch geht. Ich probiere gerne aus. Schönen Geburtstag finde ich nämlich auch sehr schön. Das sieht schon mal gut aus. So, nur mal gucken, ob wir das jetzt auch so schön ausgestanzt kriegen, wie ich mir das denke. Sieht gut aus, oder? Was meint ihr? Dann haben wir eine Geburtstagskarte, eine Dankeskarte. Den brauchen wir nicht mehr. So, den müssen wir dann wieder sauber machen. Den packen wir hier mit Dimensionals drauf. Dann nehmen wir jetzt mal so ein paar Reste wieder. Dann haben wir das auch bald leer.
Geburtstag. So, jetzt fehlt mir wirklich nur noch das Stück hinten. Das machen wir uns noch mal eben schnell zurecht. Und zwar andersrum. 14, also einen halben Zentimeter kleiner. Die Karte ist ja 14,5 mal 10. Und dann können wir das hinten aufkleben. Natürlich angeschmuddelt, so passt das. Mal eben die Schneidkante. Wenn ihr das Papier umdrehen müsst, bei dem Schneiden sieht man ja immer, dass das, wo ist denn jetzt mein Radiergummi? Ach, das mache ich dann später. Wo die Schneidkante ist, das sieht man ja immer. Ist ja so leicht angehoben. Dann könnt ihr das mit dem Falzbein immer schön begradigen, könnt wirklich notfalls das Papier drehen und von der anderen Seite nehmen. Machen viele auch. Wo ich noch mal drauf hinweisen wollte, bei dem Schneidbrett, was viele wirklich nicht, ach, jetzt habe ich es, jetzt habe ich das ganz flächig gemacht, was falsch ist, weil da ist ja die, Ding, geht also nicht, das ist falsch, ich muss jetzt wieder ein neues Blatt nehmen. Aber ihr seht, auch mir passieren diese Fehler, nicht nur euch. Und was ich noch sagen wollte bei dem Schneidbrett, was viele nicht wissen, schneidet mit diesen Klingen bitte keinen Tonkarton. Tonkarton macht die Klingen stumpf und dann seid ihr am Schimpfen, dass die Klingen so schnell und scharf werden. Bei Tonkarton nehmt entweder einen Rollenschneider oder ein Schneidmesser, aber kein, nicht dieses, nicht, schneidet kein Tonkarton mit diesem Papierschneider, mit diesen Klingen. Weil da ist zu viel Holzanteil drin und das macht eure Klinge stumpf. Das wissen die meisten nicht. So, und jetzt mal eben konzentrieren. Und zwar so. Genau. Das heißt wirklich nur außen. Klappen wir mal eben auf das Ganze. So, das mit den Tonkarton habt ihr verstanden? Also eindeutig, da ist ganz viel Holzanteil drin und dieses Holz macht die Klingen stumm. Nur Farbkarton oder normales Designerpapier schneiden, aber auf keinen Fall das andere. So, oh, meine Finger sehen auch wieder heiß aus. So, jetzt haben wir es. Jetzt probieren wir es aus, ob es jetzt wirklich funktioniert. Ja, das funktioniert. Das funktioniert auch. Ja. Nach unten geschoben. Ja, passt. Könnt ihr sehen? Passt einwandfrei. Hinten zu. So. Ja, und somit habe ich jetzt zwei Karten gemacht davon. Hier wundert euch nicht, das ist Currygelb gewesen. Das war, ist dann doch zu dunkel. Mit Osterglocke sieht der Mond dann besser aus. Weil ich glaube nicht, dass das die Sonne ist, das wird der Mond sein. So, und ich hoffe, euch gefällt meine Idee. Ihr arbeitet das nach. Die ganze Anleitung als solches schriftlich kommt die nochmal auf meinen Blog. Dort könnt ihr auch alle Maßangaben runterladen. Auch das, was ich an Material benötigt habe, weil generell ist es nicht viel gewesen. Es ist wirklich nur das eine Stempelset, wo ich bis auf einen Stempel alle genutzt habe. Also dieses Stempelset ist wirklich, ist ein tolles Set, da kann man wirklich viele Karten mitmachen. Diese könnte man jetzt auch einem Mann schenken, diese Karte. Und das Mountain Air, das ist also wirklich ein ganz, ganz tolles Set. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. So, wie gesagt, das war meine Idee. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, seid kreativ. Und tschüss aus Bremerhaven. Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear